Moin moin und hallo zu einem neuen Hörbericht über das Traumalphabet, Orte und Zeiten. Wie im letzten Jahr angekündigt, langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende dieser Hörberichtreihe. Unter dem T haben wir einige euch wohlbekannte Traumorte. Also nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Viel Spaß beim Zuhören! Gerade in stressigen, kurzum emotionalen Phasen in unserem Leben träumen wir besonders chaotisch und intensiv. Jeder von uns wird es schon mal gehabt haben, in stressigen oder besonders neuen Lebensabschnitten. Besonders dort kann eine Traumanalyse weiterhelfen, uns und unser Unterbewusstsein besser zu verstehen. Das T, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, Mystery Freaks, hat viele, meist negativ oder bedrückend, aber auch erhöhend konjugierte Orte unter sich. Also lasst uns diese näher begutachten. Das Tal. Traumort des Tiefpunktes. Versinnbildlichung von Krise, Wendepunkt des Lebens. Wer sich ins Tal begibt, geht entweder den Dingen auf den Grund oder steigt in sein Unterbewusstes hinab. Auf die Art des Tals, wie zum Beispiel Vegetation und Form, ist zu achten. Als schattiges Tal symbolisiert dunkle Bereiche im Hinterkopf. Ein schluchtartiges Tal symbolisiert wiederum feminine betonte Ängste. Im Altertum taucht dieser Traumort als Omen für Krankheiten auf. Der Tunnel. Urmutterzeichen. Ort, welcher zu einem neuen Areal durchquert werden muss. Wir werden an einem neuen Ort wiedergeboren, sozusagen. Der Tunnel taucht in vielen alten religiösen Schriften auf. Hier kann man auf liebe, uns vertraute Menschen treffen. Der Träumer muss sich die Frage stellen, woher er kommt, wohin er geht. Es ist ein Traumort stetigen Überganges. Die Kulisse des Traumes kann sich nun ändern am anderen Ende des Tunnels. Alles in einem ein beruhigendes und entschleunigendes Traumbild. Der Turm. Im Gegensatz wie im Traumbild des Tales, ein maskulines Symbol der Macht bzw. Sehnsucht. Bedürfnis nach Betreten des Turmes spiegelt den inneren Wunsch nach mehr Übersicht auf Situationen im Alltag. Wir gehen auf Distanz, können gleichzeitig den Fokus auf Einzelheiten legen. Was sehen wir in der Landschaft, im Gebiet, in dem sich der Turm befindet? Diese besagten Einzelheiten können uns mehr Aufschluss darüber geben, was uns wirklich beschäftigt. Der Tempel. Eines der glückverheißendsten Traumorte aus dem europäischen und asiatischen Kulturraum. Seit der Antike steht der Tempel im Traum für Vollkommenheit, Lebensfreude, Fortschritt im individuellen Sein. Der Träumer bekommt signalisiert, in der Mitte seiner Existenz zu ruhen. Hier können viele Spuren und Zeichen, Symboliken oder Personen darauf schließen, wer oder was uns dieses Gefühl mitgibt. Der Tempel zeigt uns optimistisch, die kommende Zukunft zu beschreiten. Die Treppe. Wandlung und Übergang von unten nach oben, dem Unterbewusstsein ins Vorderbewusstsein. Elementar ist hier die Frage, ob man hinabsteigt oder hinaufgeht. An diesem Traumort ist die Situation mitentscheidend, ob wir etwas zwanghaft in das Unterbewusstsein drücken oder hinaus aus diesem transportieren. Werden wir verfolgt oder gehen wir gemächlich die Treppe hinauf oder hinunter, ohne negative Gefühle zu haben? Das gibt Aufschluss, inwieweit wir freiwillig die Treppe nutzen. Die Tiefgarage. Ein bedrohlicher, abweisender Ort, welcher in der Neuzeit vermehrt auftaucht. Dieser Traumort signalisiert den Träumer die Starre, die Gleichgültigkeit seines Seins.
An jeder Ecke oder hinter jeder Säule könnte etwas stecken. Ist die Tiefgarage gut ausgeleuchtet oder gibt es dunkle Bereiche dort? Der Ort ist Projektionsfläche negativer Emotionen. Oft wird geschildert, dass das Gefühl des Verlaufens oder der Suche nach dem Auto sich zu diesem Traumort dazugesellt. Habt ihr von einer Tiefgarage schon einmal geträumt? Die Toilette. Ort der Entlastung, Erleichterung. Von Natur her ein Ort, in welchem man Ruhe und Ablass sucht. Die hinterlassenen Überreste deuten auf überwundene Probleme hin. Doch kann das WC auch schnell in seiner Ausstrahlung umschwenken. Die Toilette bzw. der Ort der Entrichtung wird seit Urzeiten als düsterer, unheimlicher Bereich angesehen. Das, was wir typischerweise auf dem WC verrichten wollen, ist ein Spiegel dafür, ob wir mit uns im Reinen sind. Ansonsten wird dieser Ort, welcher uns zuweilen schutzlos dalässt, schnell beengt und unheimlich. In der Vergangenheit, was uns nachhängt, ist dieser Ort als unrein zu betrachten. Schmutzige Gestalten können hier in Erscheinung treten, welche wir ablehnend entgegenstehen. Die Tankstelle. Lädt zur kurzen Rast ein. Ein Traumort der unerwarteten Dinge. Hier kann vieles geschehen, was wir nicht kommen sehen. Enorme Tankpreise, Überfälle oder Streit. Die Situationen wechseln von amüsant bis hin zu bedrohlich. Was hier geschieht, ist das, was uns derzeit in der Gegenwart beschäftigt. Ist die Tankstelle verwahrlost und urig oder gut durchdacht und säuberlich aufgebaut? Falls es dem Träumer hier nicht geheuer ist, dann sollte man lieber das Weite suchen, so schnell wie irgendwie möglich.